Jeder Prototyp eines Gore-Tex-Schuhs wird im Gore-Labor überprüft. Dabei testen wir nicht nur den fertigen Schuh, sondern auch jede einzelne Komponente des Schafts muss unter härtesten Bedingungen die Qualitätsstandards erfüllen. Nur der Schuh, der unseren hohen Qualitätsstandards für Gore-Tex-Produkte entspricht, kann in die Produktion gehen. Ein Test ist der sogenannte Gore-Flex-Test. Dabei stecken flexible und mit Sensoren ausgestattete Kunstfüße in den Testschuhen und laufen bis zu 300.000 Mal in einem Wasserbad. Das entspricht ungefähr einer Wanderung von 500 Kilometern über eine nasse Wiese oder durch einen Bach. Ein Feuchtigkeitseintritt wird dann angezeigt, indem die Maschine stoppt und das Display mir genau zeigt, welcher von den Sensoren angesprungen ist. Ein anderer Test, den wir machen, ist der Komforttest. Den hat Gore entwickelt, um die Atmungsaktivität und Klimakomfort von Gore-Tex-Schuhen zu prüfen. Dabei wird in der Klimakammer ein künstlich schwitzender Fuß in die Testschuhe eingebracht und dann wird über Wasserdampfdurchgang und Aufnahme ein Klimafaktor ermittelt, der je nach Einsatzzweck von dem Schuh einen Mindeststandard erfüllen muss. Und so wird jeder neu entwickelte Gore-Tex-Schuh, aber auch Schuhe aus der Serienproduktion getestet. Und neben den ganzen wichtigen Sachen, die das Gore-Tex-Futter erfüllen muss, ist es auch wichtig, was die Obermaterialien können. Deswegen wird jedes Obermaterial getestet und zwar auf das Saugverhalten, das heißt, wie es Wasser aufnimmt. Und zwar ist das wichtig, weil wenn es Wasser aufnimmt, dann transportiert es die Feuchtigkeit bis zum oberen Schaftrand und irgendwann im schlimmsten Fall auch ins Schuhinnere. Dann hast du nasse Füße. Und deswegen wird jedes Material auf das geprüft, wie stark es saugt. Gut, hier haben wir den Motorradstiefel TR Kultur von Dainese. Er ist natürlich mit den Gore-Tex-Membranen ausgestattet, wasserdicht, atmungsaktiv und vom Schutz her sehr gut. Er verhindert das Verdrehen eines Fußes im Falle eines Sturzes. Guter Grip auf der Sohle, verstärkte Sohle und sehr gut anpassbar und eigentlich fast ein ähnliches Produkt, wie ich beim Rennenfahren benutze.